Fleisch, eines der wichtigsten Elemente auf dem Speiseplan der Österreicher und eines der vielfältigsten. Die Geschmäcker unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Art des Fleisches, sondern auch hinsichtlich der Zubereitung. Die einen braten es am liebsten, die anderen kochen es. Unter anderem kann man es aber auch Sous-Vide zubereiten. Sous-Vide ist eigentlich Garn unter Vakuum. Was braucht man zum Sous-Vide-Garn? Natürlich tolle Lebensmittel aus Österreich. Wir brauchen ein Wasserbad, da haben wir ganz ein einfaches Wandel. Dann haben wir einen Tauchsieder, der hat natürlich eine Umwälzpumpe dabei, dass das Wasser in Wallungen ist. Es gibt bessere Ausführungen für die Gastronomie, doppelt isoliert mit Deckel, pipapo. Das reicht aber schon. Ja. Wir brauchen natürlich Vakuumsackerln, sind ganz wichtig, verschiedene Größen. Ja. Und wir brauchen eine Vakuummaschine. Wenn wir das alles haben, ein paar Gewürze dazu, können wir schon loslegen und wir zeigen euch, was wir jetzt machen können. Nachdem das Fleisch im Kunststoffbeutel eingeschweißt ist, wird die Luft mit einem Vakuumiergerät abgesaugt. Sous-Vide kommt aus dem Französischen und bedeutet unter Vakuum. Natürlich kann man auf diese Weise auch Gemüse oder Fisch zubereiten. Profiköche wie Adi Bittermann schwören auf diese Variante des Niedrigtemperaturgarns, also im Bereich von 50 bis 85 Grad Celsius. Das Fleisch kann im Unterschied zum Braten auf diese Art nicht trocken und zäh werden, sondern bleibt zart und saftig. Adi Bittermann beeinflusst das Ergebnis entscheidend über die Hitze oder darüber, wie lang das Fleisch gegart wird. Beim Sous-Vide gibt es natürlich sehr viele Unterschiede bei der Gartemperatur, bei der Zeit und bei der Beschaffenheit der Lebensmittel. Ja. Es kann sein von Fisch von 2-3 Minuten bis zu einem Schweinebauch mit 48 Stunden. Ja. Durch den Vakuumbeutel kann nichts austreten und so bleiben sämtliche flüchtige Aromen und Geschmacksstoffe bestens erhalten. Da die Temperatur eher niedrig ist, kann sich keine Kruste bilden. Daher wird das Gargut meistens vor oder nach dem Sous-Vide kurz angebraten. So werden die Vorteile beider Fleischzubereitungsmethoden vereint und tragen zu einem vollendeten Geschmackserlebnis bei. Jawohl. So, schaut schon wunderschön aus. Ja. Wir schneiden es jetzt mal so schön schräg an. So, und die Sicht da. Von oben bis unten wunderschön gegart. Wenn ich da reinschneide und da schaue, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Schön, echt schön, wunderbar. So macht Schweinefleisch aus Österreich extrem viel Spaß und ich möchte es nicht missen.